liebe Leipzigerinnen und Leipziger, danke, dass Sie hier sind. Danke, dass so viele auch heute wieder auf dem Nikolaikirchhof zusammenkommen. Danke den Organisatoren der Stiftung Friedliche Revolution, dass sie uns zusammenführt. Danke den unzähligen vielen Helferinnen und Helfern, die sagen, was kann ich tun, wo werde ich gebraucht, was ist Not, was tut Not, was kann ich spenden, wo muss ich mich melden und all diese Angebote, die auf uns zukommen. Ich glaube, den meisten von euch, von Ihnen ging es so wie mir auch, als diese Nachricht uns erreichte aus der Ukraine, vollkommen fassungslos, hilflos, ja, voller Angst, auch sprachlos, musste man erst eine Position finden. Und Bilder schossen mir durch den Kopf. Bilder schossen mir durch den Kopf von 60 Jahren Partnerschaft mit Kiew. Wissen Sie, Kiew ist unsere älteste Partnerstadt überhaupt. Kiew hat eine ganz besondere Bindung zu unserer Stadt. Da gibt es viele, viele Menschen, die einander begegnet sind. Da gab es familiäre Bande, da sind Ehen gestiftet, Kinder geboren. Da gab es Austausch in Kultur und Sport, Austausch auch in ökonomischer Hinsicht. Und es gab die gemeinsame Erfahrung, für Demokratie einzustimmen. Ich erinnere mich an 2014, an unseren Weg über den Maidan, Gesine Oltmanns, Herr Schwabe waren dabei. Und da haben wir Opfer gedacht, die für Demokratie dort auf dem Maidan gestorben sind, schon 2014. Ja, und wir müssen selbstkritisch anerkennen, selbstkritisch uns sagen, haben wir diesen Verbrecher Putin zu lange zugeschaut? Ja, wir haben zu lange zugeschaut. Wir hätten es wissen müssen. Einmal KGB, immer KGB. Wir hätten es wissen müssen. Wer Journalistinnen und Journalisten verfolgt, wer Menschen umbringt am helllichten Tag, umbringen lässt, der ändert sich nicht. Wir haben auf Diplomatie gesetzt und gehofft, ach, das wird doch nicht wahr werden. Es ist wahr geworden. Und Kiew ist nicht weiter weg als Rom oder Madrid. Wir sind mitten in Europa, mitten im Krieg, angezettelt, angefacht und entschieden von einem Despoten, von einem Tyrann. Und ich denke, wir alle stimmen mit ein in ganz Europa, überall auf der Welt. Wladimir Putin, beende diesen Krieg. Du kannst das tun. Beende diesen Krieg. Was können wir tun? Wir können appellieren, wir können beten, wir können Hilfen anbieten und wir können humanitär uns auf den Weg machen. Ich denke, das Wichtigste wird sein, dass die vielen Flüchtenden, die zu uns kommen, davon gehe ich ganz fest aus, dass wir sie unterbringen. Es wird unsere Aufgabe sein, zu sagen, ja, ihr seid willkommen hier bei uns. Wenn ihr uns braucht, sind wir da. Eine ganz wichtige Botschaft. Und dann wird mich nach Asyl gefragt und nach dem Recht gefragt, da ist ein Dach über dem Kopf, die erste und wichtigste Botschaft. Und das sind Kinder zu versorgen. Das sind Plätze in Kindertagesstätten und Schulen anzubieten. Und dann muss humanitäre Hilfe geleistet werden mit zahlreichen Dingen, bis hin zu psychologischer Unterstützung derer, die voller Traumata zu uns kommen. Je länger der Krieg dauert, jeder Tag, den dieser Krieg länger dauert, wird Opfer und unglaubliches Leid über die Menschen, über die Ukraine bringen, was bis zu uns reicht. Wir haben uns entschieden, einen kleinen Krisenstab zu bilden, eine Geschäftsstelle zu bilden in der Stadt, um ein wenig zu koordinieren, was an Hilfe angeboten wird. Ich weiß,
dass das notwendig ist, weil zu vieles parallel miteinander nicht abgesprochen gegebenenfalls dann in die Irre läuft oder fehlläuft. Wir müssen miteinander koordinieren, wo die Hilfe gegeben wird, was gesammelt wird, wofür gespendet wird. Und das müssen wir in enger Abstimmung mit der Bundesregierung miteinander konstruktiv begleiten und auch mit dem Freistaat Sachsen das miteinander abstimmen. Ich weiß, dass Sie und Ihr bereit seid, ganz viel zu tun. Und ich bedanke mich dafür ausdrücklich. Und wir sollten in den nächsten Tagen alles unternehmen, um diese humanitäre Hilfe aus Leipzig Gestalt werden zu lassen und den Ruf nicht verstummen zu lassen. Stoppt, stoppt diesen Krieg. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister.